Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Last of Us. Natürlich in der Remastered-Version. So, und wie angekündigt in der letzten Folge, werden wir uns jetzt mal ein bisschen hier auf diesem Bazar umsehen. Ich nenne es einfach mal ein Bazar. Ja, und schauen wir mal, was es hier zu entdecken gibt. Zwielichtige Personen. Was gibt's hier? Ohne Ziehen wir uns gerade mal ein. Lebensmittelkarte gibt's kein Geschäft. Ich tausche nicht gegen Kugeln. Ja, Lebensmittelkarten, das ist die neue oder die Währung in The Last of Us. Jetzt komm, Joel. Robert wird nicht ewig auf uns warten. Tess schreit schon nach uns. Aber wir gucken uns weiter um. Was gibt's denn noch zu glotzen? Oh. Ganz schön aggressiv, die Alte. Die hat ja auch ihren Schläger dabei. Verpiss dich. Nochmal jetzt? Krieg ich jetzt was umsonst? Die guckt voll grimmig, die Alte. Oh, die kriegt nur 6. Und du? Juckt der Hals. Chillt einfach an der Karre. Was gibt's hier? Essen. Beeilung, wir verhungern. Ganz ruhig bleiben. Der Nachschub kommt schon. Hey, wag es ja nicht, dich vorzudrängeln. Na super. Ist ja ich schon warte okay. Ja schon Ewigkeiten. Lecker Ratte. Nimm, 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 nimm. Meine Leibspeise. Arme Tess. Was will der uns andrehen? Tut mir leid. Wir sind alle vorbestellt. Hat keine Stunde gedauert. Komm nächste Woche wieder. 15 Tickets each. Tickets each. Verstehe ich das richtig, dass man für 15 Nahrungsmittelkarten einen Hund kaufen kann zum Essen? Grausame Welt. Tess, ich will hier weg. Ich will hier weg, Tess. Gehen wir mal weiter. Anfassen heißt kaufen. Vorsicht, Junge. Tess, was war anfassen? Her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Wer ist denn das? Es geht dich gar nichts an. Was hat denn der für eine Troller da auf dem Schoß sitzen? Voll der Boss. Ja. Oh. Der Zauber noch mehr Ratte. Jam, jam, jam. Der sieht auch übertrieben gefährlich aus. Ich glaube, der ist zu diversen Gewalttaten in der Lage. Und du? Ex-Profi? Baseballspieler? Sieht so aus. Hier, ein bisschen Kanisterball. Was ist hier los? Bitte? Hey, du musst blocken! Jo! Na los! Jo, hey, hey, ich wollte den Kampf sehen. Mach schon! Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht hau ihn mal rein! Lass dich nicht verlassen! Schlag zu, na los! Toll. Schlag doch härter! Steh auf! Oh, hau ihn um! Also, irgendwie hat der Kampf jetzt den, die Sequenz hier übertüncht. Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Der ist, metzt seine Machete. Was er damit wohl vorhat. Was willst du? Der spielt Karten mit sich selbst oder was? Naja, warum auch nicht? Hallo. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Okay. Robert. Wir sind immer noch auf der Suche nach Robert.
schönes Einzimmer-Apartment. Oh. Ich gehe schon vor. Was ist hier los? Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. Ups. In Deckung! Bereit? Ja. Die hat angefangen. Ich geb Deckung. Ziel auf sie. Du bist tot, Arschloch! Ein. In den Kopf. Nice. Gut gemacht, Cowboy. Du auch. Ja. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Oh. Ja, wie gesagt, in der Endzeit ist Munition auf jeden Fall rar gesät. Mist, hier geht's nicht durch. Hey, hilf mir hoch. Da ist gutes Aiming angesagt. Gut zielen, immer am besten auf den okay, Kopf. Gut. Ne? Gib mir die Hand. Und damit dir. Bitte. Doch hat's auf jeden Fall gut zu heben, ne? Hier drüben, Joel. Hier können wir nochmal die schöne Aussicht betrachten. Na gut, sehen jetzt nur eine Lagerhalle. Aber ist auf jeden Fall schön gemacht, alles. Hier fehlt. Ja? Achso. Hier ist mal schön das Rohr runtergedonnert. Naja, ich schätze mal, unser Weg führt uns nach hier unten. Mehr von Roberts Leuten. Woher weißt du, dass sie kommen? Sie. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind, jetzt wegen Robert. Scheiße, hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles, nicht, dass hier wer rumschleicht. Jo, und da hat sich den ersten schon geschnappt und dem schön ihr Messer reingehauen. Da sind auch noch zwei. Aber wir kümmern uns erstmal um den hier. Der wird fachgerecht erwürgt. Jetzt die zwei in dem Gebäude noch. Schön ranpirschen. Und da sind wir schon. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Fireflies? Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, 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 haben alle exekutiert. Das ist unser Moment. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen sie in die Mangel. Genau so. Ein Schlüssel. Gar nicht schlecht. Lager aus. Schlüssel. Ansehen. Schauen wir uns um. Das ist ein Schlüssel. Kennst du? Schon mal gesehen? So sieht Schlüssel aus. Wunderbar. Yeah. Meiner. Tess ihrer. Sehr dezent. Tess muss direkt Blut sehen. So, wir gucken uns mal ein bisschen hier um. Medikit ist voll. Spazieren ein bisschen im Hafengelände hier. Suchen nach Ressourcen. Munition, immer gern gesehen.
Medikit ist wie gesagt voll. Und na, hier waren wir schon. Also gibt's nichts mehr. Gehen wir weiter. Wohl, haben wir uns hier umgeguckt, vernünftig. Mhm. Gut. Gucken wir mal, was uns in der Tür erwartet. Und alles verriegelt. Gut, drehen wir noch eine Runde und gehen dann. Oh, es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit dem anderen, wir finden schon was. Okay. Tutorial freigeschaltet zum Ansehen. Oh, jetzt haben wir zu verkackt. Aber das ist das Tutorial, das uns beibringt, mit Gegenständen, die in der Gegend rumliegen, zu interagieren, so wie Flaschen oder Steine. Weil damit kann man hervorragend Gegner ablenken oder kurzzeitig betäuben. Den ziehen wir uns erstmal hier rein. Der guckt aber auch nicht gerade amüsiert. Voll erwischt. Ja, voll. Da hinten steht einer. Hier ist keiner mehr. Hier noch was? Ne. Lauschmodus? Gehen wir erstmal hier hoch. Oh, voll der Nervenkitzel. Ah, da haben wir einen. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Greifen, einziehen. Okay, hör zu. Erwürgen. Ja, wunderbar. Oh, die trennen sich jetzt. Scheiße. Du bist alt. Oh Mist. Oh fuck it. Er kriegt auf die Schnauze noch. Oh Gott, da unten ist ja noch einer. Oh Mann, jetzt sind wir direkt in einer brenzlichen Situation hier. Nee. Den holen wir uns so. Ich will nicht noch mehr Munition verschwenden. Das war schon blöd genug von mir gemacht. Oh Mann. Geht's dir gut? Das ist okay. Naja, mein Stolz ist nur ein bisschen verletzt. Oh. Wir bräuchten hier mehr Leute. Bluten tun wir trotzdem. Wir wären nur im Weg. Ja. Das stimmt. Do-it-yourself-Verband. Los, zu den Docks geht's hier lang. Packen wir's. Ja, ich weiß, Freunde, das war richtig schwach gelöst. Aber ich muss auch dazu sagen, ich mag Schleichen nicht. Nicht so gern. Ich weiß, in dem Spiel wird nur geschlichen eigentlich. Aber was heißt nur? Auf jeden Fall ist es sinnvoll, zu 75% zu schleichen. Uns hier nochmal um natürlich. Ist doch eigentlich. So einem Lagerhaus dürfte doch eigentlich was zu finden sein, was halbwegs nützlich ist. Aber nicht in diesem. Na gut. Oben war noch ein Raum, das weiß ich. Hier waren wir schon. Ja, den meine ich. Klingt doch was.
Ein Messerchen. Ein Messer ist eine lautlose Waffe, mit der du Gegner schneller und geräuschloser ausschalten kannst als mit der Würgen. Schleiche dich von hinten an einen Gegner an, ergreife ihn mit Dreieck und drücke Dreieck erneut, um ein Messer zu benutzen. Die Verwendung von Messern ist eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt sind, zerbrechen sie. Verbessere ihre Haltbarkeit, indem du die Trainingsbücher hältst. Suchen wir ein Trainingsbuch, um Messer stabiler zu machen. Medikit. Das können wir jetzt natürlich mitnehmen, weil wir gerade eins benutzt haben. Action Man! Boah, krass, Junge. Einmal drei enthalten. Durch mit uns. Was sind wir hier? Da ist er. Alles klar. Dieser eingebildete Mistkerl. Oh ja. Wir sind da uns. Alles klar. Versuchen wir mal. Versuchen wir mal, dass wir hier ein bisschen besser klarkommen als gerade eben. Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Gehen wir mal hinten rum erstmal. Lauschmodus. Da kommt schon wieder einer. Du bist verrückt. Oh. Da rauszugehen wäre Selbstmord. Er unterhält sich noch. Ich versuche mein Glück lieber hier. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Moment. Nee, kurzen Prozess mit dem. Einer weniger. Jetzt haben wir hier einen Ziegelstein. Nochmal den mit anstatt der Flasche. Der ist, glaube ich, wenn es zum Nahkampf kommt, auch ein bisschen effektiver. Haben wir hier noch so einen Kompan? Oh. Oh, hier liegt noch ein Zettel. Die Frachtliste. Das ist natürlich schlau, die jetzt hier zu lesen. Das machen wir besser. Dieser Typ macht echt mit allen hier Geschäfte. Okay, da stand wohl was über Robert drin. Komm, jetzt schnappen wir uns den. Eine, nicht gucken. Oh, der hat 7 Schuss dabei. Oh oh. War natürlich ein bisschen unüberlegt, aber es ging gut. Ist nochmal gut gegangen. Nehmen wir uns den Balken mal mit. Ist auch eine gute Nahkampfwaffe. Oh, der sieht ein bisschen in der Alarmbereitschaft aus. Oh, Kacke. Da ist der. Oh, ups. Kann man theoretisch mal ausprobieren. Mit einem Kieselstein ablenken. Ach, Kieselstein vor allem. Da hat er sich irgendwie nicht für interessiert. Hierfür denn? Ich hab was gehört. Hör mal, ich hab's gehört. Jetzt kommt der von da hinten, aber den interessiert sich die Bohne.
Aber wenn der jetzt auf seinem Weg zurück ist. Oh nein, guckt der. Scheiße. Jetzt guckt der in unsere Richtung. Ja, der ist da irgendwie festgebackt. Und wir können zuerst den da holen. Verfluchte Scheiße. Oh, der war aber böse. Mann. Ich will nicht schießen. Verfluchte Scheiße. Was ist das denn? Was tue ich denn hier? Boah, bin ich ein Profi, ey. Ich sei ja Profi im Schleichen. Ich bin doch vom Rest. Ja, genau so. Ja, Joel ist auch nicht gerade der Zimperlichste. Mein Gott. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal mit dem Schleichen nochmal funktioniert hier mit mir. Ich hoffe ja. Ich weiß eigentlich noch, dass hier lag nochmal. Ja, genau. Nehmen wir auch noch auf. Nachricht von den Docs. Was wollen wir denn mit dem Kerl? Mir passt nicht, wie er uns herumkommandiert. Sein bescheuerter Pferdeschwanz passt mir nicht und dass er uns Ruhe noch nicht bezahlt hat, schon gar nicht. Die Leute, die hinter ihm her sind, sind mit die gefährlichsten in der Stadt. Was machen die wohl, wenn sie spitz kriegen, dass wir da mit drin hängen? Weiß ich nicht. Ja, Robert verarscht sie wirklich alle. Ja, genau. Wie Robert. Büro. Robert ist bestimmt da drin. Jetzt aber zu Robert. Hier. Zurück, verdammt! Robert, ich soll reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Haut ab! Keine Munition mehr. Robert! Das ist unser Stichpunkt. Hier lang. Das ist Sparta. Billige Tricks. Ganz billige Wir haben Tricks. Ihn gleich. So. Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was immer ihr gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur Die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu. Lasst mich einfach ausreden, okay? Oder die Nase. Stopp! Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Ich habe sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so Wer hat die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Verdammt! Mein Gott. Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist eine Scheißidee. Scheiß auf dich. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier?
Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Okay, abhängen. Es geht los. Wir haben Marlene getroffen, die Chefin der Fireflies. Das war es auch mit Robert. Der ist Geschichte. Und ich würde sagen, dass wir hier mit ein kleines Folgenpäuschen einlegen. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und schaltet doch wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play The Last of Us in der Remastered-Version. Ciao, Freunde.